Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Risen 3. Wie versprochen, habe ich am 11. Part versprochen, dass ich hier den 10. Teil, also die 10. Episode von dem Gameplay nochmal nachreiche, weil mir der Ton flöten gegangen ist, der Spielton im letzten Video. Das werden wir jetzt tun. Die Ausrüstung wird sich ein bisschen unterscheiden, also ich habe ein anderes Schwert, weil es ein anderer Spielstand ist, aber im Grunde machen wir dasselbe, und zwar haben wir in dem Video zuerst mit Zack gesprochen. Ich bin da leider in die Sequenz schon rein. Aber wir haben nur verpasst, dass er uns geraten hat, aufzupassen, wo wir hintreten. Und ansonsten können wir jetzt mit ihm weiter quatschen. Achso, die Scarlet wäre wohl tot. Schlechtes Gewissen wegen Scarlet? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Ja, Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Um was zu tun? Viecher umhauen. Wo genau? Da hinten. Wie viel Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Du zu trauen wärst dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten, und 100 Goldstücke gehören dir. Genau, das machen wir aber erst in Part 11. Hier habe ich das erstmal abgebrochen, weil wir ja erstmal AdWords wollten. Will erhalten wir noch ein Kristall und 10 Goldstücke. Ja, lass uns weitergehen. Ja, ich meine. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Abwarten. Habt ihr Angst? Fragt wer? Ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleib dicht hinter mir. Flucht ergreift. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende, Kollege. So, dann haben wir hier mit Griffiths geredet, wie auch immer man ihn ausspricht. Dieser Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Was für Freunde? Hörst du nicht zu Spencers Schlägern? Nein. Schwein gehabt. Hätte schwören können, dass du einer seiner Geldeintreiber bist. Sei es drum. Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Was habe ich hier nochmal genau? Hau doch ab. Hau doch ab, wenn es dir nicht passt. Ja, soll ich mir ein Floß aus den Rippen schneiden, oder was? Ja. Der Kahn, mit dem ich angekommen bin, ist längst weitergezogen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Das bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt. Der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krempel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Er hat zwar nichts von umsonst gesagt, aber... Ich habe nichts von umsonst gesagt. Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal.
Top. Das nehmen wir auch im nächsten Video erst in Angriff. Lass uns weitergehen. So, war hier noch was? Eine Geisterblume. Herrlich. So, und jetzt wird's haarig. Komm, lass uns weitergehen. Diese Dämonenkrieger da hinten, die sind nicht gerade ohne. Oh, ja, das war ein guter Schaden. Ah, oh, da habe ich sie gleich hinter mir. Oh, oh, oh. Während wir hier so gut wie gar keinen Schaden machen, hauen die dann schön rein, die Jungs. Ah! Guckt euch das mal an, ey. Den sollte man nicht abkriegen. Oh, sag mal, was hat denn der für eine Reichweite? Das gibt's ja gar nicht. Ach, ein Glück. Oh! Ich will doch gar nichts von dir. Du bist das Match, hör auf! Aus Versehen. Komm, Junge. Auf keine Absicht. So, die Schattenwaffe, die können wir nicht wirklich benutzen. Komm, lass uns weitergehen. Der andere steht ja auch noch. Was habt ihr denn gemacht hier? Irgendwann mal treffen wäre supi. Ach, ich war bei dem. Bin bei dem anderen Spiel dann doch schon ein bisschen besser ausgerüstet als jetzt. Das war knapp. Jawohl, lass dich aus. Kann ich das aufheben? Nicht wirklich. Ja, okay. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja, das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Okay. Wir können hier noch was steigern. Das macht noch fix. Mensch. So. Nee? Was mach ich denn? So. Ich gehe voran. Ja, jetzt kommen wir jetzt hier nämlich, kommen wir jetzt noch mehr von den Typen. Schattenbeest. Special Kick. Also zu zweit geht's. Naja, aber wie gesagt,
War ja auf dem anderen Spielstand eigentlich schon eine bessere Waffe als jetzt. Nee. So, einer ist noch. Aber jetzt zu dritt sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Jawoll. So. Wie aufheben? Ach so. Muss schon seine Waffe einstecken. So. Gut, das war's im Prinzip. Jetzt haben wir noch ein Gespräch mit Edward. Bei allen Geistern. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das Schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Ah ja. Aha. Und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für... was auch immer. Aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch wohl. Was denn? Keine Bezahlung? Kann mich nicht erinnern, je von Gold gesprochen zu haben. Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador, aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen. Ich habe ein Schiff. Zufällig haben wir eins. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? 100 Gold. Oh, abgemacht. Hier ist das Gold. Gut, dann zeigt mir euer prächtiges Schiff. Eine Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Geht doch. So, ja, das war's. Teil 11 fängt quasi dann hier oben an. Hier machen wir dann im Video 11 weiter. Okay. Gut, dann danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.